Mein Kunstbegriff ist, Kunst ist Kommunikation im Hier und Jetzt und für Generationen. Ich stütze mich bei Art Brut auf den französischen Künstler und Weinhändler Jean Dubuffet, der den Begriff Art Brut also geschaffen hat. Es geht dabei um eine rohe, um eine ursprüngliche Kunst. Also er war Weinhändler und hat dieses Brut, dieses rohe, unverfälschte, wirklich auch in Analogie zum Champagner gesehen. Es geht also um eine ursprüngliche, rohe Kunst mit einer sehr unangepassten Formensprache. Ganz wesentlich ist, dass die Künstler nicht künstlerisch ausgebildet sind und dass ihnen gängige Modetrends oder künstlerische Trends nichts bedeuten. Man findet Art Brut oft in psychiatrischen Anstalten, bei Menschen mit Behinderungen, in diesem Kontext von Medien, also wo der Glaube an Spiritismus, Spiritualität im Vordergrund ist, oder auch bei ganz typischen Einzelgängern, Einzelkämpfern, also auch in Gefangenen, also auch bei Gefangenen in Gefängnissen, Rebellen, also so wirkliche Einzelgänger. Die abendländische Kunst, wie sie durch Kunstschulen, Galerien, Museen, Kritiker und Experten geprägt wird, ist eine in jeder Hinsicht eingerahmte Kunst. Eine Kunst, die ästhetische Autonomie erlangt hat, aber jedoch gleichzeitig von ihren sakralen, magischen, mythologischen, religiösen, metaphysischen, politischen, therapeutischen Wurzeln abgeschnitten ist. Das ist, finde ich, ein wunderbares Zitat zu dieser Frage auch, was hat die Art Brut, was sie jetzt emotional also auch der anderen herrschenden Kunst oder zeitgenössischen Kunst, also so in einem gewissen Sinn auch überlegen macht. Ja? Ja. Der französische Begriff Art Brut in der Welt, in der Kunstwelt nicht so beliebt war, hat dann Roger Cardinal für diese Kunstrichtung den Begriff Outsider Art geprägt. Also deshalb spricht man von Art Brut, von Outsider Art oder auch von Kunst von Autodidakten.